Hallo ihr Lieben, ihr seht schon den Titel Kinder zeigen, zeige ich meine Kinder? Und das ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird. Und deshalb möchte ich dieses Video nochmal extra dafür drehen, damit ich darauf in Zukunft verweisen kann. Ich bin dir also absolut nicht böse, dass du die Frage gestellt hast. Es ist eine berechtigte Frage, wobei ich mir auch oft denke, ist sie berechtigt, weil eigentlich ja, geht es ja keinem was an, wie viel ich von meinen Kindern zeige oder nicht zeige. Aber es ist natürlich ein Thema, was ganz viele interessiert und anscheinend auch dich. Als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich ein paar Abonnenten und als ich dann den Kanal Mama Birdie gegründet habe und schwanger war mit meinem ersten Sohn, wuchs das wirklich relativ schnell und ja, ich hatte kein Problem damit, meinen Sohn zu zeigen, die Schwangerschaft zu zeigen, Ultraschallbilder zu zeigen, ja, alles halt. Aber irgendwann ist dann schon so der Gedanke gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, bis zu einem gewissen Alter ist es ja ganz nett, wenn man vielleicht, keine Ahnung, weiß, wie oft das Kind isst, aber vor allem, wenn es dann dahin geht, dass man das Kind fremd betreuen lässt, möchte man halt nicht so gerne, dass irgendwie fremde Leute das Kind erkennen oder denken, das Kind zu kennen, obwohl sie das nicht machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, bei unserem großen Sohn ab dem zweiten Geburtstag ihn einfach nicht mehr frontal zu zeigen und einfach ihn aus diesem Scheinwerferlicht, aus dieser Kamera ein wenig rauszunehmen, weil ja, wir hatten einfach so das Gefühl, dass es irgendwie zu viel ist und dass ihm das vielleicht irgendwann nicht mehr recht sein würde. Es gibt auch so Themen wie zum Beispiel Töpfchentraining, sauber werden, gewisse Ernährungssachen, wo ich mir einfach denke, muss jeder wissen, wann und wie oft mein Kind isst oder durchschläft oder wie oft es aufs Klo geht? Nein, muss nicht sein. Und ja, deshalb haben wir uns da entschieden, das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen behutsamer zu machen und etwas mehr zu überdenken. Und ich passe schon genau auf, was ich im Internet über meine Kinder sage und was nicht. Ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, denn man möchte natürlich nicht, dass irgendwie in 10 Jahren das Kind sagt, oh mein Gott, das geht überhaupt nicht, dass das Internet das erfährt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir ohne Social Media aufgewachsen sind. Also ich zumindest gehe auf die 30 zu und ich bin ohne diesem Social Media Ding aufgewachsen. Ich glaube aber tatsächlich, dass für unsere Kinder das ganz normal sein wird, dass sie ja über Google zu finden sein werden. Ich denke wirklich, dass ja, das Internet ist einfach allgegenwärtig. Bei unserem zweiten Sohn haben wir auch gesagt, dass wir das ähnlich handhaben werden, wobei ich bei ihm schon mehr, ja, ihn schon mehr rausrücke und jetzt nicht auf Instagram nur riesen Kopfaufnahmen von ihm poste, weil ich einfach denke, ich verstehe, dass es die Leute interessiert. Ich finde selbst, ich finde meine Kinder so hübsch und so süß, dass ich sie ja am liebsten plakatieren würde. Aber man muss halt wirklich drüber nachdenken, ob die Kinder das selber auch wollen und vor allem auch dahingehend, was mir halt wichtig ist, ja, dass nicht irgendwie fremde Leute auf der Straße mein Kind erkennen, wenn es vielleicht ohne mich unterwegs ist. Mein großer Sohn, der ist 3,5, der kann nicht damit umgehen, wenn irgendwie jemand kommt und sagt, hey Kai, du warst ja gestern mit der Mama dort und dort und vorgestern gab es bei euch Spaghettis zum Essen. Hey, deine Mama hat gesagt, ich soll dich abholen, komm doch mal mit. Wisst ihr, was ich meine? Da denken sich die Kinder dann vielleicht, der kennt mich, aber es ist nicht so. Und ich glaube, auf das muss ich so ein bisschen achten, dass unser großer Sohn das dann auch unterscheiden kann, dass er sagt, okay, es gibt Fotos vielleicht von mir online und deshalb denken Leute, dass sie mich kennen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin überhaupt nicht so derjenige, der sagt, oh, ich bin voll gegens Kinder zeigen, weil das Kinder, also die Kinder gehören halt zu uns und die gehören zu unserem Leben dazu. Nur ich finde, man muss einfach aufpassen, was man zeigt. Kurz und knapp, um die Frage zu beantworten, die dich ja interessiert. Ja, wir werden es sicher bei unserem kleinen Sohn auch irgendwann mal so machen, dass wir ihn nicht mehr zeigen, wenn wir uns dementsprechend fühlen. Es kann aber genauso sein, dass wir irgendwann beide Kinder wieder zeigen.
Ich denke halt auch, das ist auch in im Ermessen der Eltern, weil ich finde manchmal, wenn ich so ein Foto so seitlich zeige, wo ich mir denke, okay, kein Mensch würde ihn durch dieses Foto auf der Straße erkennen, ja, dann schreiben Leute, ja, aber man sieht ihn da, ja, aber ich habe das Foto geschossen, ich lade das hoch, ich überlege mir das schon, was ich hochlade, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, Kinder zeigen ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo man aber auch keinen verurteilen soll, weil jeder das doch bitte so handhaben soll, wie er möchte. Aber wie gesagt, ich fühle mich oder wir fühlen uns einfach besser, seitdem wir das so machen, dass wir eben den Großen nicht mehr so extrem zeigen, sondern vielleicht mal seitlich oder mal beim Vorbeihuschen. Das ist ja auch okay. Aber jetzt nicht so frontale Profilbilder, wo dann Leute ihn auf der Straße einfach ganz, ganz schnell erkennen. Ja, einfach aus dem Grund, wenn er mal ohne uns unterwegs ist, dass nicht irgendwie Leute ihn ansprechen oder vielleicht ein Foto von ihm machen wollen oder so. Das würde ich total befremdlich finden und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Bei unserem Kleinen ist es halt so, der ist halt jetzt immer noch mit der Mama unterwegs und ich finde, die Babys verändern sich auch ungemein. Also die Fotos, die von unserem Großen online sind, da würde man ihn jetzt auf der Straße nicht erkennen. Man würde sich vielleicht denken, ah, ist er das oder ist er das nicht? Aber man wäre sich auf jeden Fall nicht sicher, dass er es ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil das finde ich irgendwie komisch, wenn dann... Ja, auch wenn es lieb gemeint ist und auch wenn ihr es lieb meinen würdet, aber ich würde es trotzdem echt komisch und unpassend finden, wenn ihr zu meinem Kind hingeht und sagt, hallo, ich bin der und der und schau die Videos von deiner Mama. Ich finde, es geht einfach nicht. I am sorry. Weil einfach die Kinder das ja gar nicht checken und verarbeiten können. Jetzt habe ich so lange über dieses Thema gesprochen. Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt. So viel zum Kinderzeigen. Schaut gerne meine letzten Videos an. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier machen. Da freue ich mich besonders und wünsche euch einen tollen Tag. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie ich darüber denke. Es ist, wie gesagt, ein echt schwieriges Thema. Ja, ich freue mich über eure Kommentare. Bis bald. Tschüss.